Nein, ich hasse nur, wenn man so tut, als ob es Demokratie wäre, und dann ist es keine, wenn ich verarscht werde. Wenn das falsch ist, was da die Leute sagen, wenn ich die Falschheit erkenne oder ihnen auf die Schliche komme, das hasse ich wie die Pest. Ich mag keine Falschheit. Ich komme vom Dorf, ich bin ein Bauernjunge. Ich mag einfach eine einfache Sprache, wo etwas Wahres gesagt wird. Und wenn das die Politiker wieder lernen könnten, bitteschön, wäre das wunderbar. Dass sie endlich die Wahrheit sagen und genau das machen, was sie sagen. Kein Deut anders. Nicht das Gegenteil, wie sie es zurzeit machen. Es wäre gut, wenn diejenigen, die nicht nur Mainstream können, wenn die auch eine Chance bekämen, in der Demokratie die Ränder zu stärken, sage ich mal. Weil sie zu den Rändern gehören, aber wir haben es in der DDR gesehen, die Ränder, das war Robert Habermann, das war Biermann, das waren die Stärken der DDR in der Opposition. Und bitteschön, lasst die Oppositionellen, die Dissidenten, sogenannten Dissidenten, lasst sie zu in der Demokratie, sonst geht die vor die Hunde. Wir müssen radikal denken nach allen Seiten und den Nazis und den, na, Linke gibt es ja gar nicht mehr, aber den Nazis keine Chance geben, wieder dieses scheiß Dritte Reich oder Auschwitz oder sonst was zu machen. Und deshalb ist meine Aufgabe auch, außer der Identität zu finden, das Beste für die Menschen zu finden, als meine Botschaft. Was wäre das Beste, die beste Hoffnung für Menschen, der beste Traum für andere Menschen? Wo könnte ich ihnen am meisten helfen? Auch das ist eine Aufgabe. Ja, unterdrückt wird alles. Für mich ist die Tragik liegt darin, wir haben in der DDR erlebt, mit Robert Habermann, dass ein Kommunist verbannt wurde. Der bekam Hausarrest und ist krepiert letztendlich an Krebs, an gesellschaftlichen Krebs. Er ist erstickt worden. Und meine Schlussfolgerung war, als ich studiert habe, hat er noch Vorlesungen halten können, als ich Mathe studiert habe. Habermann, den hätten sie zum Präsidenten der Akademie der Künste oder als Staatsratsvorsitzenden wählen müssen. Dann wäre die DDR das geworden, das Land der Freiheit, von dem Marx spricht. Und die Demokratie, der geht es ähnlich. Da dürfen die Leute, die anders denken, nicht beiseite gefegt werden und nur als Nazis oder Kommunisten denunziert werden, sondern sie müssen eine Chance bekommen, sich demokratisch zu artikulieren zu können, sich einbringen zu können. Nicht abgeschoben, nicht auf tote Geist, sondern mitgenommen. Und sie sind in dem Sinne Kameraden im Kampf um die Demokratie, um demokratische Reformen, die anstehen. Es ist zu viel Unterdrückung in der Demokratie und zu viel Ausgrenzung. Es muss mehr Freiheit hineinkommen. Freiheit auch für die, die von unten kommen, die nicht aus der herrschenden Klasse kommen, aus der bürgerlichen, sondern auch von unten, aus dem Volk heraus, aus der Arbeiterklasse, aus, was weiß ich sonst wo, aus den Arbeitslosen, wenn du so willst. Und die müssen auch eine Chance bekommen. Weil die Geschichte lehrt, dass es nicht nur die herrschende Klasse die besten Denker hervorgebracht hat. Oftmals waren es die Oppositionellen. In der DDR war es jedenfalls so. Und heute stimmt es wieder. Es geht eigentlich nicht zusammen. Also dieses Poetische und Politik, das beißt sich wie Hund und Katze, wie Wölfe, keine Ahnung. Also das geht eigentlich nicht zusammen. Das ist das Tragische. Brecht hat es versucht. Es ist dann immer sozusagen, weil Politik noch nicht so weit vorgedrungen ist zur Seele, weil die Politik nicht zur Seele der Menschen vorgedrungen ist, braucht es noch die Poesie, wenn es Poesie der Seele ist. Aber wenn die Politik im Wege steht, der Poesie sozusagen die Chance zu geben, das, was die Menschen wirklich bewegt, auszudrücken, dann muss man die Politik angreifen, weil es die falsche Politik ist. Wenn die Politik für die Menschen gemacht ist, dann stimmt sie meines Erachtens auch mit der Poesie überein. Und es gibt keinen Kampf zwischen beiden.
dann stimmen sie überein. Dann braucht man die Politik nicht, das sollen die Politiker machen und dann macht man als Poet Poesie. Wenn aber die Politik nicht stimmt, nicht für die Menschen stimmt, nicht für die Zukunft stimmt, nicht zukunftsfähig ist genug, wenn es die Freiheit nimmt den Menschen, dann muss man als Poet aufstehen und muss sie für die Freiheit eintreten, ganz klar. Realität wahrnehmen, auch die Realität vor allem das, was man Volk nennt oder genannt hat, also der, was man heute auch manchmal Unterschicht nennt. Da gibt es sozusagen eine Atmosphäre von poetischer Kraft in den Obdachlosen, in den Leidenden, in denen, die ausgegrenzt werden. Da gibt es viel Poesie, weil sich da, nach Tarkowski zum Beispiel, einem meiner Vorbilder, ist Poesie Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. Widersprüche, die man nicht auflösen kann, das ist Poesie. Und wo zeigt sie sich besonders? Unten in der Gesellschaft. Alle, die gewissermaßen unterdrückt werden, die haben ein poetisches Potenzial an Kraft, an Glaubwürdigkeit, an dem, was wie Poesie eigentlich ist. Sozusagen die Wahrheit des Lebens zu sein, oder wie die Bibel, Vision und Wahrheit zu sein. Vision und Realität gleichzeitig zu sein, das heißt Zukunft letztendlich. Gegenwart und Zukunft. Und heute ist die Demokratie leider eine von gestern immer noch. Sie muss neu gemacht werden, den Herausforderungen einfach. Es muss eine Revolutionierung oder zumindest Reformen, dass die Demokratie auch unten ankommt, dass die Demokratie von unten gestärkt wird, dass die Demokratie nicht nur Gerede ist, Sonntagsreden, sondern dass Demokratie gelebt wird von der Unterschicht auch, geglaubt wird. Und die ist im Moment total unglaubwürdig. Die Hausmittelklasse, die Politik. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist einer dann vor 33 oder vor 14 auch. Da war das auch so. Nein, das ist nicht gut für uns. Für unser Volk ist das überhaupt nicht gut. Wenn man solche heißen Eisen anfasst, dann muss man sich klar werden, dass man sich die Finger verbrennt. Und wenn man sich die Finger verbrennt, dann gucken alle auf die Brandblasen und sagen, um Gottes Willen, da will ich nicht hin. Das ist mir zu viel. Oder wenn sogenannte Wutbürger, ich habe ja Wut, Wut, dass es so langsam vorangeht, Wut, dass es in die falsche Richtung geht, nach rückwärts. Und Wut ist unangenehm, kann unangenehm sein für andere. Wenn ein verzerrtes Gesicht dann plötzlich Dinge ausspricht, die zwar wahr sind, aber unangenehm zu hören, dann mag man das nicht. Aber was soll's? Wenn ich nicht aussprechen würde, wäre ich mit mir selbst nicht im Reinen. Würde ich mit mir selbst im Widerspruch sein. Und das gefällt mir nicht. Ich will mit meinen Idealen und mit meinen in Übereinstimmung kommen. Anders kann ich mir ein Leben nicht vorstellen, genauso wie die Demokratie in Übereinstimmung mit ihren Werten sein muss. Wenn sie nicht stimmt, wenn sie falsch ist, wenn sie falsche Töne anschlägt, wenn sie nur Fassade ist, dann bricht sie morgen zusammen und dann kommt wieder ein neuer Adolf der Große und führt uns dann wieder in die Scheiße. Das ist, und man merkt es ja, dass am rechten Rand da einiges zugange ist und dass sie sich vorbereiten auf die Machtübernahme. Ob sie noch gewählt werden wollen oder ob hinter denen schon die nächsten Kolonnen stehen, das wissen wir ja alles nicht. Und das ist nicht gut. Wir müssen im Grunde genommen, weil wir das alle in uns auch tragen, all diese Dinge, die da gesagt werden, gedacht werden, das ist ja ein Bestandteil von uns selbst. Da müssen wir mit uns selbst als Demokraten ins Reine kommen, ehrlich sein und genau die Fragen anpacken, um die es geht. So schwierig vielleicht sie sich auch aussprechen lassen, so schwer sie vielleicht auch zu formulieren sind. Wir müssen eine neue Sprache finden für die neuen Probleme, in denen wir in Europa stehen. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ist es so.
Da gibt es einen wahnsinnigen Rechtsruck in Europa. Und wenn wir uns nicht vorsehen, fliegt uns die Demokratie und die ganze EU um die Ohren. Und das muss man auf jeden Fall verhindern, weil das die größte Chance ist für Europa, für die ganze Menschheit, die jetzt hier aufgebaut worden ist. Sie hatten ja, die Politik hatte ja es recht bequem, solange der Kommunismus da war, 50 Jahre lang im Grunde genommen hatten sie immer recht. Da brauchte man gar keine richtige Demokratie haben, man brauchte nur behaupten, dass es sie gibt. Da waren die alten Nazis noch da, das ging alles. Da wurden da Gesetze geschaffen, wo die mit integriert wurden. Dass das keine richtige Demokratie war, hat keiner gesagt. Jetzt merken wir, dass es keine richtige Demokratie war. Jetzt müssen wir so, seit 68 merken wir es eigentlich schon. Und jetzt kommt, muss ein neues 68, oder es muss einer hat mal gesagt, ein Ruck durch Deutschland gehen. Mehr Demokratiewagen, Brand. Das ist etwas, weil wir die DDR erlebt haben. Wir haben auch den Untergang der DDR erlebt. Nicht bloß das Prosperierende. Wir haben auch den Untergang erlebt. Und auch die Demokratie kann untergehen, wenn man sie nicht liebt, wenn man sie nicht lieben kann. Ich bin einer, der die Demokratie liebt. Ich liebe die Freiheit. Und Demokratie ist ohne Freiheit eines jeden nicht denkbar. Jeder muss so frei sein können, abgesehen jetzt von Mördern und Nazis, die morden wollen oder was weiß ich, muss jeder die Chance bekommen, seinen Traum zu leben, seine Utopie, seine Freiheit zu leben.